Willkommen zu The Building Incident. Ja, lang ist es her, dass ich so ein Menü gesehen habe. Arrow Keys. Ach so, wirklich die Pfeiltasten. Enter, confirm. Da ich schlecht mit meinem Portugiesisch bin, nehmen wir einmal Englisch. Und gucken, was passiert. Für das beste Erlebnis Kopfhörer tragen und im Dunkeln spielen. The Building 71 Incident. There are others asking the same, same thing. What's the matter with the moon tonight? Oh. Zwischen 1997 und 1998 das Gebäude 71. Ich muss ein Stück zurückgehen, das ist mir ein bisschen zu groß. At a University, nahe einer Universität im Süden von Brasilien, wurde geschlossen nach Anschuldigung von einem Gasleck. Während dieser Zeit bei verschiedenen Vorkommnissen suspekte Aktivitäten hat man da festgestellt, die aus dem Gebäude kamen. Ein Mitarbeiter, dessen Identität nicht bekannt ist, hat sich entschieden, da mal nachzuforschen und das alles aufzunehmen. Diese ganzen komischen Aktivitäten. Der Mann ist jetzt seitdem vermisst. Und wird von der Polizei gesucht. Aber einige Teile dieser Aufnahmen, die der gemacht hat, sind jetzt an die Öffentlichkeit gekommen. Und das gucken wir uns jetzt wohl an. Oh. Scheiße, das bin ja ich. Kamera zoom, right? Ui. Kann ich. Ich habe keine Optionen. Open. Ach du Schande. Huch. Ist doch. Oh nee. Wir haben 10 nach 10. Oh, ich versuche gerade nicht zu diesen. Uiuiui, diese Kamera. Oh, warum gibt es solche Türen? Da guckt doch gleich irgendwas durch, oder? Ich finde es ja jetzt schon beunruhigend, weil ich weiß, dass wir hinterher als vermisst gelten. Es ist alles okay. Wir sind nur in einer Universität. Das ist ein, weiß ich nicht mehr, das, aber ich hatte es auch. Es ist eine ganz normale Universität.
ich keine Batterien für meine Flashlight habe, werde ich sie durchgehend anlassen. Ich kann nicht springen. Was? Ja, weiß ich nicht. Muss ich das können? Oh, eine Toilette. Ich mag Toiletten in. Da war doch gerade was, oder? Das da? Was ist das? Ich mag Toiletten in Horror-Games total. Ich kann mir nicht mal die Hände waschen. Das Spiel ist so dreckig, ich habe keine Reflexion. Kann ich die Toilette benutzen? Okay, ist schon mal sehr weit. Aber oh, ich kann sie nicht abspülen. Schade. Ah. In der letzten ist doch bestimmt was drin. Hast du den Mond gesehen? Nein, es ist nicht derselbe Mond. If you seen it too, come find us. Wenn du es auch gesehen hast, dann finde uns, du bist auserwählt. Ascension is coming. Ich weiß leider nicht mehr, was das heißt. Ist das hier so die Entrückung? Okay, es ist keiner in den Toiletten. Ist hier noch was im Wasserspender? Nein. Es ist einfach eine ganz normale Universität. Wenn da jetzt eine Friede, Freude, Eierkuchen Musik wäre, dann würden wir uns hier viel wohler fühlen. Ist alles abgesperrt, kann ich nicht durch. Es passiert schon viel zu lange einfach nichts. Windows 97. Wow. Da war ich 10. Ja, Türen, die nicht aufgehen und die auch zu bleiben, finde ich immer gut. Ja, warum sage ich das? Hat schon wieder so ein kleiner Schatten, aber ich denke, das gehört so zum Spiel. Schränke, yeah. Da war schon wieder so. Was? Weißt du was? Bleib einfach in deinem Schrank. Du kleiner blöder Pixelfehler. Erinner dich, warum du hier bist. Boah, muss ich das lesen? 17. Dezember 97. Marcello. Daniel irritates us a bit. Nicht überraschend hat Daniel uns ein bisschen irritiert. Er versteht sehr gut seine Privilegien of being related to, mit Claudia verwandt zu sein und take lass noch ein bisschen mehr wackeln and takes advantage of them to pursue the ascension. Ich weiß nicht, was heißt ascension? Ist das diese Entrückung, Auferstehung, also wo die alle gen Himmel fahren? Ja, er will sich auf jeden Fall darum kümmern. Aber ich frage dich, der einfache Fakt, that he is not, aber der einfache Fakt, dass er nicht ein Auserwählter ist und das ist Fakt, ist es nicht genug, um ihn von der Gruppe, um ihn rauszuschmeißen? Wir waren niemals auf derselben Seite. Gehört zu Letting Ordinary. We were never on the same page in regards to letting ordinary people join us. Wir waren niemals auf derselben Seite, dass wir normale, einfache Leute bei uns beitreten lassen und du weißt, ich bin dagegen. Egal.
Ich kenne ich weiß, Claudia würde mir zustimmen, at least, oder zumindest bei diesem Punkt. She wüsste, wenn sie immer noch hier wäre. Tim Hickmer, das was, um alles noch viel schlimmer zu machen. Daniel seems to be talking to. Daniel scheint mit Outsidern, also Leute, die damit nichts zu tun haben, über den Plan zu sprechen. Und bevor du mich fragst, nein, er ist nicht gewillt. Initiation. Er will nicht an so einem Initiationsritus da mitmachen. So schwach wie er ist, war es zu erwarten. Grüße, deine Ines. Okay, also hat das hier drin stattgefunden? Es gab sowas wie eine Sekte, nehme ich jetzt einfach mal an. Oh, was ist das? Habe ich da was gefunden? Oder ist das wieder nur ein Fehler? Es ist ein Fehler. Ich dachte, ich wäre gut. Und einer, der nur mit einer anderen da verwandt war, hat sich jetzt für toll befunden. Wo kam ich her? Da kam ich her, ne? Und erzählt aber auch Außenstehende davon. Adubo. Du Shoot. Okay. Oh nein, was ist das? Muss ich das lesen? Nee, anscheinend nicht, ne? Natürlich haben die sich dann auch wie sehr viele Sekten dann einfach umgebracht. Ah, es fängt an. Wie laut habe ich denn das im Ohr? Ja, fein. Kameraqualität von früher, ne? Der läuft noch. Warum läuft der noch? Wie lange ist das hier? Building 71 Kloster wegen einem Gasleck angeblich. Angebliches Gasleck. Sag mal. Wieso? Was? Was? Wer war das? Bin ich jetzt etwa in der zweiten Etage? Oder? Wieso tue ich das eigentlich? Ja, ja, 2000 Probleme. Ja, das war damals so ein Ding. Oh Gott, geht das lang? Warum ich gehe direkt in die dunkle Abteilung? Das wollt ihr doch. Photoshop. Ich meine, Adobe Photo irgendwas. Okay, dann wird schon wieder warm. Ich höre Dinge. Kann ein bisschen rennen. War ich hier schon? Okay. Warum hat man die Treppen zugemacht? Aber der Fahrstuhl funktioniert noch.
Eine Toilette. Eine Toilette. Hast du den Mond gesehen? Nee, nee, ich habe den Mond nicht gesehen. Da ist es gut, wenn ich ihn gesehen hätte. Das ist richtig fies gemacht, ne? No. Was ist das? Vier Leute sind verschwunden am 21. Juli, Dienstagmorgen 1932. Sind irgendwelche Leute verschwunden? Here is to another great semester. Ja, ja, ganz great semester. Ich habe gelacht, als ich gehört habe, was sie sagten. Aber als ich es das erste Mal gesehen habe mit meinen eigenen Augen, habe ich richtig gefühlt, wie meine Augen es fixiert haben. Und ich doch was gehört. Muss ich von der anderen Seite gucken? Oh Gott. Ich habe mich gefühlt, als würde ich schweben. Sagte Claudia. It was like I was really being pulled by it. Es hat sich wirklich angefühlt, als würde ich von IMS gezogen werden. Erst gebaut, hör, ja, und dann hört's auf. Oh. 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 Das wäre nicht so gut. Stehen da Menschen? Steht da irgendwer? Hallo? Hier? Wie, es bewegt sich einer von euch. Oh Gott, du drehst dich, bist rumgedreht. Das haben alle keine Füße, ne? Nein, das haben alle keine Füße. Alter Verwalter, ey. Das ist ja... Jetzt haben immer noch alle keine Füße, ja? Ich filme alles ganz, ganz deutlich. Wir mussten die hier einfach eine Wand rausbrechen und den Schrank. Ach so. Ich habe so ein bisschen Herzklopfen. Sie ist ja vorhin einer irgendwie oben rumgelatscht, ne? Wir sind da jetzt oben, denke ich. Hier ist Blut. Okay, aber es kann ja zumindest kein Monster kommen. Das habe ich gehört. Weil das ist ja menschengemacht. Okay, gut. Das war der Fahrstuhl. Sind wir jetzt ganz oben? Okay. Nix. Nix. Nein. Sehr gut. Ah, das ist die Claudia. 1932.
1932? Aber wir haben doch jetzt 98. Oh, August 1965. Roberto, ich can't contain my life. Do you realize what we have just... Weißt du, realisierst du überhaupt, was wir gerade bewiesen haben? I don't know how to put it. Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, aber they were right in front of me. Sie waren direkt vor mir. Direkt vor mir. Dann weg. Ohne einen Schatten der Zweifel. Ohne einen Zweifel, ich kann sagen, der andere Mond ist real. Naja, okay, mit ich hab's vor mir gesehen und Floating und bla, das vielleicht nehme ich meine Aussage mit diesem hier ist kein Monster, doch nochmal zurück. Oh no, warum geht die denn beide auf? Da liegt einer. Ich lese erst einen Zettel. Okay, den kann ich nicht lesen. Oh nee. Ja, immer auf. Auch wenn das so ein Gestank wahrscheinlich ablenken soll. Seid ihr wirklich tot? Hier liegt doch Verkehr darum. Wer macht denn sowas? Also das gehört sich aber nicht. Das glaube ich richtig. Die Person liegt doch Verkehr darum. Das finde ich nicht gut. Okay. Dann gehe ich mal in den anderen Raum. Hier ist ja ein Fenster offen. Oh, nee, bevor ich den Mond angucke, gucke ich erst einmal unser TV. Die Kamera kurz kaputt gemacht. Gott, jetzt hat es gerade hier wirklich um mich herum geknackt. Oh, soll ich das... Moment. Das ist aber schwierig zu lesen. Luis fragte mich to Luis fragte mich, dir einen Brief zu schicken. Kann man das nicht irgendwie... Geht das so besser? Your letter as you won't be back for a few more weeks, wenn du nicht innerhalb von ein paar Wochen wieder da bist. Es wird schwierig, ein Auge... die Offered of the of, hm. Ach, guck mal, jetzt geht's. One of them came close to escaping. Einer war nah dran, letzte Nacht zu entfliehen, als die Treppen nicht bewacht wurden. Und that got me, und das hat mich zum Nachdenken gebracht. Diese Woche piling up some of the classrooms. Wir werden ein paar, ach, deswegen sind die abgesperrt, haben die von Klassenräumen so ein paar Tische genommen und haben die Treppen gesperrt, um sicher zu gehen, dass the only viable way to get around this way, also nur mit dem Fahrstuhl zu erreichen ist. Aber wenn doch die Polizei das da gesperrt hat, warum haben die das dann nicht mal, naja gut. I think that way we can, da können die halt sicher gehen, dass keiner wegrennt, weil da müsst ihr nur einen Weg gucken. Like to know, ich würde gerne deine Meinung wissen. Pedro an Luis. So, und jetzt gucken wir uns den Mond an. Ist das Schokolade? Ich wollte gerade ranzoomen. Aber es geht nicht mehr.
Bin ich auch ein Chosen One? Okay, jetzt habe ich kurz gedacht, das war's. Jetzt bin ich doch auch ein Auserwählter. Jetzt sehe ich bestimmt auch Dinge. Ich sehe Dinge. Alter. Was? Wo ist die Tür? Was? Muss ich fliehen? Könnte ich bitte... Ja, herein. Laufen. Ja, was soll ich denn tun? Ach nee, warte mal, ich habe den bestimmt da vorgeschoben. Hätte ich was tun können? Ich kann nichts machen. Kann ich bitte? Oh. Ui, ui, ui. In welchem Stockwerk sind wir denn? Ich dachte, der Fahrstuhl geht. Klick, was klick? Das ist ein schönes Lied. Oh Gott, was soll ich jetzt so lesen? Tut an die Mitglieder von der Congregation, der weiß ich gerade nicht. So that you are all here for an extra oder bitte erinnert euch daran, dass ihr alle für einen speziellen Grund hier seid. Egal, ob ihr markiert seid oder nicht. I have read all the letters. Oh, ich drehe mal auf meinem Ohr einmal diese Musik leiser. Ihr hört sie noch, ich kann so nicht lesen. Ich habe alle Briefe gelesen, die, you have sent me, die du mir geschickt hast. Expressing hopelessness about die Hoffnungslosigkeit ausgedrückt hat über dieses Ereignis. Und I
can tell you that I, und ich kann dir sagen, dass ich das verstehe. 1932, als der Mond zuerst erschien und dann zu verschiedenen anderen Zeiten bis 1965, als die Ascension, ich hätte es ja mal nachgucken können, ne? schon wieder erschien. Ich dachte, ich würde mitgenommen werden, aber wurde ich nicht. Ich habe mich gewundert, warum the who barely knew of his existence as Senator, I didn't, warum die kaum was davon wussten, mitgenommen worden sind und ich nicht. Egal, ich weiß, meine Zeit wird kommen und deine wird's auch. Don't know, wir wissen nicht wann, aber ich bin überzeugt, dass das nächste Mal 1998 sein wird. Alles deutet darauf hin, dass es für uns wiederkommt. Also ne, behalte deinen Glauben. Das ist von Claudia an. Auch von alle Mitglieder. Okay. Oh, tut mir jetzt schon in den Augen weh. Ich fand's an sich nicht schlecht, aber nicht, wenn ich einen Brief lese. Look at the moon, look at the moon, look at the moon. Guck dir den Mond an, guck dir den Mond an, guck dir den Mond an. Der Mond, der war aber hier und jetzt ist er nicht mehr. Was ist das? Ich guck mir den Mond an. Hier habe ich den Mond angeguckt. Mir ist ein bisschen zu still hier. Aber ich habe da wieder lauter gedreht, oder? Ja, habe ich. Hallo? Hier kann ich auch nochmal, wenn das der Mond sein soll. Das wäre auch sehr komisch gewesen im Dunkeln. Warum läufst du so lahmarschig? Wir haben hier so ein bisschen Bammel. War die Tür vorhin schon auf hier? Achso, ne, hier ist der Mond. Okay, die hatten bestimmt Füße. Da wir ja wissen, wir werden vermisst, wir sind bestimmt geholt worden. Ich sehe nicht, ob sie Füße haben, aber das sind bestimmt nicht nur die Ruben. Das finde ich echt unangenehm, dieses Spiel. Da ist der Riesenmond. Oh, floating. Habt ihr es gesehen? Er ist geschwebt, geschwoben. Geschwupst. Der Vorfall im Gebäude 71. Bei Scary Cube. Ich glaube, das ist das Ende. Falls ja, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ich war verängstigt. Ich hoffe, ihr auch. So, tschüss.